Die Friedhöfe sind gesäubert, die Zombies ausgemerzt und wir müssen jetzt entweder zu Thess gehen oder eben zu unserem alten Freund Wes Diggins. Dem alten Tu-nicht-gut, Schabernack-Prinzen oder halt eben auch, was soll ich sagen eigentlich noch, mir fällt nichts mehr ein. Ach doch, Scharlatan, genau, Scharlatan, das trifft's. Der hat nämlich diverse Tuniken zusammengepresst, die überhaupt nichts bewirken und die dann als irgendwas verkauft. Ihr könnt Millionen Jahre lang Sex machen hintereinander oder ihr könnt, was weiß ich was alles, also da gab es echt allerhand. Das ist wirklich ein komischer Kauz. Ihr könnt zum Beispiel auch ewiges Leben, ewige Kraft. Wir mussten dann auch damals bei Red Dead Redemption mal so eine Zielmission absolvieren. Weil wir ja so gut schießen können. mussten wir dann so eine Mission machen, wo wir dann Tontauben abschießen, weil sich plötzlich dank der Tunik von Wes Diggins unser Auge sowas von geschärft hat, dass wir danach natürlich erst so schießen konnten. Konnten wir natürlich vorher schon. Hat sich genau den richtigen Mann für ausgesucht mit John Marston hier, dem guten Johnny Boy, auf seinem Pferdchen Krieg. Und Krieg hat übrigens, muss ich mich korrigieren, unendlich Ausdauer. So gut wie. Also ich kann hier doppelt einfach die ganze Zeit X spammen, den Reitknopf. Und Krieg hält weiterhin durch. Weil ich ja noch erklärt habe, dass man irgendwie in einer der Folgen, dass man irgendwie so ein bisschen hier immer aufpassen muss, dass man die Ausdauer von dem Pferd nicht schindet. Bei Krieg macht das nichts. Krieg ist durchgängig vorhanden. Leider Gottes auch auf dieser Erde. Überall gibt es leider Krieg. Und dieser Reiter der Apokalypse soll dafür verantwortlich sein. Kennt ihr euch eigentlich mit den Reitern der Apokalypse aus? Ich kenne mich da gar nicht so gut mit aus. Ich weiß nur, was sie damit zu tun haben. Ja, die bringen das Unheil auf die Welt. Die Vorboten des Weltuntergangs. Sowas, ne? Sowas sind die doch. Die vier Reiter der Apokalypse. Wen gibt's denn da noch? Krieg? Pest? Gab's nicht auch Pest? Ich glaube, ja, der stinkt besonders. Bah. Darf den Boulder nicht reiten. Oh, hi. Oh, schade, kein Zombie mitgenommen. Nicht mal den Mann mit der Axt. Mutter, der Mann mit der Axt ist da. Ja, ja, mein Junge, das weiß ich. Das war anders, das Lied. Aber wir reiten jetzt mal rüber zum guten Wes Diggins. Da wollte ich ja schon vor Ewigkeiten mal hin. Vor 20, 30 Jahren. Und jetzt sehen wir unseren alten Freund echt wieder. Nach einem Jahr, wo ich nicht Red Dead gezockt habe. Und irgendwie wärmt mir das ja immer das Herz auf, wenn ich dann so Leute aus Spielen sehe, im zweiten Teil oder so, wenn man die lange nicht gesehen hat. Und die waren irgendwie Gefährten im Spiel oder so. Ach ja, das war mal cool. Oh, Fort Mercer? Hat er sich etwa da verschanzt? Da leben noch welche. Hey, somebody's out there. He ain't one of them. Open the gate. Howdy, mister. Howdy. You're gonna be okay. Step right up! Step right up! Don't be shy now. Don't be shy. Nature confounds us, but science saves us. That's the truth, sir. That's the truth. Wes Diggins, patented tonic. The only 100% original, 200% guaranteed cure against the undead stalking this earth. It not only brings health and fitness to the sick and needy, it repels the undead and saves souls! Why, it's a natural miracle, and it's available now, here, at the low, low price of only 100 solid gold coins. That sounds expensive, but what price, eternal damnation? You, sir, you look healthy. Would you like to give it a try? Me, sir? Yes, sir. Would you care to demonstrate the undead defeating possibilities of this patented elixir? No, sir, I would not. What I would like is for you to stop peddling this nonsense right now. 100 gold coins? Well, what price would you pay for survival? You tell me, Mr. Wes Diggins. You tell me. Well, since you put it that way, why don't all you chaps all take one for free now? And if you like it, when you like it, you'll know where to find me. You won't find any undead around me. Take it, enjoy. Thanks a lot, John. These people have lost their families. They've lost everything. Well, that's not my fault. I'm just trying to make an honest living here. No, you're not. Well,
Okay, but can I help it if demand is high? High? I'm offering the people hope, John. That's a precious commodity. The tonic really works. These poor, awful, undead creatures can't stand it. Come here, take a look. Das klappt doch niemals. Und der Typ wurde zerfetzt. Wes Dickens, der Scharlatan, wie ich es gesagt habe. Works like a charm. Well, it wasn't quite what I expected. Stuff is like catnip to those bastards. Well, I need more desert sage and violet snowdrop, and then I know I can cure this foul plague. Okay, back to doing your dirty work, am I? Now, don't be like that. Don't you remember the good times? Please? I'm an old man. All right. Here. Take it. Maybe you can use it to attract some of them. Okay. I'll see what I can do. And thanks. I'm sure this will come in real handy in case I want to meet some new and interesting friends. Interesting. Mr. West Diggins. Oh nein, und jetzt dürfen wir tatsächlich auf Kräutersuche gehen. Wie ich diese Missionen hasse, wie die Pest sozusagen. Aber, naja, währenddessen können wir ja mal ein bisschen über West Diggins und Co. nachdenken. Ich muss ja sagen, West Diggins war einer der lustigsten Charaktere im ganzen Spiel. Das muss man einfach sagen. Untotenköder ist übrigens eine Wurfwaffe. Die haben wir jetzt gerade bekommen. Ach cool, Untotenköder. Super wirkt das Zeug, das Heilmittel. So, kurz mal nachladen. Dann können wir wieder aussteigen aus der guten Schuppen hier. Wo geht's denn hier raus? Hey, ich will hier raus. Bitte, ich bitte Sie. Moment mal kurz, ich schau mal gerade auf die Karte. Oh, Backe, hier gibt's auch noch voll viele Nebenquests. Das ist richtig heftig. Status unbekannt. Gaptooth Breach. Schmutz und andere Unterhaltung. Oh, sicheres Gebiet ist da vorne. Da gibt es auf jeden Fall mal ein paar sichere Gebiete. Hier können wir zurück zu Seth. Und jetzt sollen wir natürlich verschiedenste Sachen sammeln. Gucken wir mal ganz kurz. Status sicher, sicher, sicher. Okay, wird angegriffen. Moment, ich schaue ganz kurz nochmal in mein Journal. So, weil da müsste ja stehen. Albtraum der lebenden Toten, bla bla bla, hol Hilfe in Blackwater, haben wir gemacht, Nigel West Diggins in Austin, haben wir alles erledigt, wo finde ich denn jetzt ganz kurze Heilmittel für die meisten Gebrechen, sammle 5 lila Schneeglöckchen für West Diggins und Wüstensalbei für West Diggins, also klar, wir haben ihm geholfen, bla bla bla, 5 Wüstensalbe und 5 Lila Schneeglöckchen für weitere Untersuchungen zu pflücken. Wüstensalbe findest du in Gaptooth Ridge, Schneeglöckchen bei Nikoti Rock. Ach, der narkotisierende Rock. So, okay, dann wollen wir uns das mal auf der Karte markieren. Gaptooth Breach, Breach. Wo ist dieser komische Nikoti, Nikoti, Nikiti Rock, was weiß ich was. Oh nö, sag mir jetzt nicht... Muss ich da näher ranzoomen für? Ich weiß nicht, wo der ist, dieser Berg. Da müsste ich nochmal suchen, heimlich. Ha, bla 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 bla. Twin Rocks, ja, da sind wir fast richtig. The Hanging Rock kennen wir auch noch. Da waren wir früher oft. Da wurden immer die Leute aufgehangen. Nikoti Rock, da ganz oben. Die spinnen doch. Die spinnen doch. Die haben sie doch nicht mehr alle. Wir sind gerade hier unten. Das ist eine lange Reise. I must be crazy. Ja, sehe ich aber auch echt so. Kann ja wohl nicht angehen, ey. So, Moment mal. Können wir hier noch irgendwas machen, was anderes? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Leute sind alle total langweilig drauf. Wollen sich alle nur nicht in Zombies verwandeln. Anstatt gegen die Plage zu kämpfen, einfach mal ein bisschen abchillen. Können wir hier noch irgendwie rein? Tatsächlich. Was hier hinter? Aha. Aha, interessant.
Ist schon ein Riesenfort, ne? Das gute alte Fort Mercer. Ach ja, das gute alte Fort Mercer. Kommen wir hier wieder raus? Kommen wir tatsächlich. So. Komm schon, Krieg. Ich kann schnell deine Hilfe gebrauchen. Hier draußen ist es nicht gerade gut. Das erinnert mich so ein bisschen an das Gefängnis in der Serie The Walking Dead. Nicht im Game. So, Krieg, da bist du ja endlich, mein kleines apokalyptisches Ross. Adios, amigos. Ich bin da mal weg. Uiuiui. So, ganz kurz jetzt auf der Karte markieren, was ich hätte schon längst und unlängst machen sollen. So, einfach mal einen Wegpunkt hier hin und dann gucken wir da mal ein paar Pflänzchen. Müssen wir mal rüber düsen schnell und ein bisschen Gemüse zusammensammeln für unseren Garten. Ey, das Problem ist ja natürlich, wir wissen ja, warte mal, was lag denn jetzt da? Ich nehme das einfach mal mit kurz, wenn ich jetzt darüber herlaufe, um das nochmal zu trainieren, wie man Blümchen pflückt. Der Sacharzer, der alte Blümchenpflücker. Hier sind auch keine Zombies gerade, ne? So, schnell runter, Krieg, bleib mal kurz stehen. Sonst kriege ich noch zu viel. So, jetzt. That's one. Roter Salbei. Plus eins. So, und jetzt, ihr kennt ja mein altes, modriges Gehirn. Muss ich natürlich noch mal kurz gucken. Wüstensalbei und Schneeglöckchen. Lila. Tja, roter Salbei bringt nichts. Aber den kenne ich noch von früher. Roter Salbei. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich dunkel. Oh Mann, wie ich das hasse, diese Blümchen zu pflücken. Diese Blümchenpflücker-Mission braucht doch wirklich keiner. Ist doch was für Warmdusche, ey. Naja, ab und zu finde ich das nicht so schlecht, aber das sind so ein bisschen, leider so ein bisschen Zeitverschwendungsmissionen. Aber, wie ich gehört habe, sollen auch bald wieder richtig geile Missionen kommen. Das mit dem Friedhof war natürlich auch eher eine Kill-Mission, ganz klar. Aber sie werden natürlich auch alle von einer spaßigen, lustigen Story umwoben. Mit Tess, dem Nigel, West Dickens, unserem alten Haudegen, unserem Scharlatan, den ich irgendwie doch irgendwie lieb gewonnen habe, auch wenn er ein Arsch ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ob dieses kleine Pflänzchen, an dem ich schon vorbeigeritten bin, jetzt hier in dem Areal von... Nein, das ist noch zu weit entfernt. Das ist bestimmt wieder nur Wüstensalbei. Red's dir ruhig ein, Sarazar. Red's dir ruhig ein. Du weißt genau, dass du jetzt hier Schneeglöckchen und also Mist suchen musst. Schneeglöckchen, klingelingeling. Schneeglöckchen, klingelingeling. Aua, aua, Kaktus, au. Der Krieg macht das nix. Das ist ein Krieger, dem macht das nix. So, ist hier verdammt staubig, die ganze Ecke. So richtig staubig. Und da kommen auch wieder Wölfels. Wölfe gibt es ja auch wieder in Deutschland, ne, habe ich gehört. Da gab es ja früher in den Wäldern, Deutschland war ja mal richtig bewaldet. Das war ja mal ein richtiger Urwald. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen in unserer industrialisierten Welt. Oh, das könnte jetzt wirklich aber was sein, was man pflücken kann. Moment mal, bitte. Komm, ich springe mal einfach vom Pferdchen. Moment, wo war das? Wo war das? Das war hier irgendwo am Straßenrand, da vorne. Komm schon. There we go. Ich glaube, das ist gut. Wildes Mutterkraut, Alter. Wildes Mutterkraut. Was soll ich mit wildem Mutterkraut? Ah. Außerdem ist die Mutti von Jack im Moment, also unsere Frau, eh ein Zombie. Kannst du nicht mal der schenken zum Muttertag oder so? Obwohl, ich weiß gar nicht. Schenkt eigentlich ein Mann seiner Frau was zum Muttertag? Ich glaube nicht, oder? Oh, hilft mir doch jemand. Ach ja, komm, ausnahmsweise. Ich glaube, das bringt nichts mehr. Die ist schon down. Und das sind viel zu viele, als dass es sich lohnen würde, dir zu helfen. So. Reicht das? Sind die tot? Ich schieß lieber nochmal drauf. Aua! Rückenmassage gefällt mir gar nicht, Junge. So, ich glaube, ich habe die Frau gerettet, oder? Na, nicht so ganz. So, Junge. Komm, mach mal hier dein Köpfchen weg hier. Junge Frau, ich habe sie gerettet. Für eine nette, freundliche junge Dame tue ich doch alles. Machen Sie es gut, junge Frau. Es ist mir eine Freude.
ja, ja. Was will sie? Ist am Heulen? Waren das ihre Cousins? Ich hab das nicht ganz verstanden. Ach, ja, mit denen würde ich auch nicht abhängen wollen, ey, mit den Cousins. So, was haben die denn noch dabei? Die guten Männer. Nicht viel. Ach, immer diese Verschwendung. Das lohnt sich gar nicht, den Leuten zu helfen. Cool, dass die auch erleuchtet wird, wenn sie an unserem Ross Krieg vorbeiläuft. Ja, das ist schon ein geiles Pferd. Mit dem Feuer und so. Ich zeig das nochmal gerade so ein bisschen. Weil das habe ich, glaube ich, gar nicht so gemacht. Ich habe das nur so ein bisschen so immer übersehen, ne? Aber ich habe natürlich ein Thumbnail mit einem richtig coolen Bild von Krieg ausgestattet. Guck mal hier. Wow, Krieg. Das bedeutet Krieg. So, und weiter geht unsere Reise. Unsere Kräuterpflückerreise. Und was war da? Kann es sich doch gelohnt haben, dass ich diese Kräuter gepflückt habe. Oh nö, das wildes Mutterkraut, das erkenne ich mittlerweile. Might as well. Ich hoffe trotzdem nicht, dass wir irgendwann mal wildes Mutterkraut brauchen. Weil ich diese Kräutermission echt nervig finde. Hatte ich das erwähnt? Ja. Hatte ich das erwähnt? Dass diese Kräutersammlermissionen ein bisschen beschissen sind. Wir sind wahrscheinlich noch gar nicht mal in der Nähe. Doch, voll. Ach, das ist doch bescheuert. Dann liegt hier nur... Wir brauchen Wüstensalber und so. Ein lila Schneeglöckchen. Und was kriegen wir? Muttikraut. Kraut von der Mutti. Au Backe, hier sind auch noch überall Typen und ich sehe keine schönen Blümchen. Ich sehe keine schönen Blümchen. Er brennt, glaube ich, oder? Er brennt, geil. Wir haben ihn angezündet, das war Krieg. Den Krieg ist wirklich leicht entflammbar. Steht ja auch so ein Warnzeichen drauf. Fangen Sie keinen Krieg an und stellen Sie Krieg bloß nicht neben Benzinfässer und so. Ey, Moment. Schnell runter. Das kann er mittlerweile ganz gut. Ich will mich jetzt gar nicht unbedingt mit den Zombies anlegen, aber... das war die falsche Pflanze. Da vorne. Das sieht gut aus. Wüstensalbei, Freunde. Wuhu. Der Wolf jubelt schon für uns. Wir brauchen aber leider noch vier mehr. Viel mehr. Vier mehr oder viel mehr trifft's fast. Ist fast das Gleiche. Vielleicht kann ich hier mal zu Fuß rüberlatschen, aber ich glaube, mit dem Pferd bringt das mehr. Ich habe das natürlich auch nicht gut ausgebaut. Weil früher konnte man in den Shops ja immer ein bisschen was kaufen hier. Wüstensalbei will ich einen Radius von 2000 Metern. Den erkenne ich schon von 2 Kilometern Entfernung, so ein Wüstensalbei. Aber nix da. Jetzt heißt es suchen und ein paar Wölfe plattreiten. Ja. Weil die ja so schön verbrennen. Oh, wie gemein bin ich. Ich habe doch eigentlich ein Herz für natürliche Tiere. Oh, das ist eine Zombie-Ziege. Hey, Zombie-Ziege. Oh, und wer schießt da? Nö. Kein Thema, Alter. Aber ich hab eine Mission. Ach, er wettet Munition darauf, dass er mehr Bastarde abknallt wie ich. Das finde ich aber nicht nett. Er scheint sehr von sich selbst überzeugt zu sein. So, jetzt muss ich natürlich bei diesen Aktionen immer auch voll aufpassen, dass ich nicht zu weit aus dem Gebiet, wo ich bin, rausradel. Deswegen muss ich mir mal so ein paar Punkte an der Karte setzen. Ich glaube, ich sollte eher nach Norden noch ein bisschen gehen. Oh, warte. Hätte ich beinahe übersehen auf der Karte. Bei solchen Nummern ist es natürlich auch immer so, dass jeder andere es gesehen hat, nur er Sarazza nicht. Und man übersieht hier aber auch leider allerhand. Das ist ja allerhand. Komm, Krieg. Schwubbi, bleib stehen, mein Kleiner. So. Wir werden uns weiter auf die Suche nach Wüstensalbei begeben. Oh, da, Wüstensalbei. Sag mir bloß, das ist Wüstensalbei. Mensch, das läuft ja wie am Schnürchen hier, diese Suche. Habt ihr eigentlich eine Lieblingsblume? Eine Blume? Beispielsweise eine Rose. Viele Leute finden ja Rosen toll. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Lieblingsblume habe. Hm, müsste ich echt lange drüber nachdenken. Es gibt viele schöne Blumen. Ich finde, Rose ist sehr klassisch. Ist eine schöne Blume, aber finde ich nicht so besonders geil. Also nicht jetzt übertrieben cool. Was ich sagen würde, cool, danke. Für den Strauß Rosen. Käme ich mir auch ein bisschen komisch vor, wenn mir jemand einen Strauß Rosen schenken würde. Was war das denn für ein Gestrüpp da? Habt ihr das gerade gesehen? Ach, das sind so kleine Mini-Kakteen, glaube ich, ne? So, hier irgendwo in diesem Areal muss es noch weiteren Wüstensalbei geben. Ich weiß, es ist unglaublich spannend und ihr rastet schon aus, weil es so unglaublich geil ist hier, diese Suche nach Wüstensalbei. Aber, Freunde, wir müssen da durch, um diese Story weiter spinnen zu können. Spinnen? Er hat Spinnen gesagt. Ja, der spinnt hier rum.
Boah, kennt ihr diese Spinnen, diese ekelhaften Spinnen? Boah, diese schwarzen. Wenn du denkst, du legst dich gerade zu Bett und auf einmal guckst du an die Zimmerdecke und da rennt so eine schwarze Spinne. Man soll ja irgendwie 8 Spinnen im Leben fressen, ne? Ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich frage mich, ob diese Statistik weltweit ist oder nur deutschlandweit, interessanterweise. Weil weltweit könnte ich es mir vorstellen. In Thailand locker. Da habe ich ja alleine den ganzen Urlaub schon 8 verspeist. Ohne es zu wissen natürlich. Im Schlaf sollen die dann in eurem Mund kriechen. Und dann am besten so eine schwarze mit so ganz vielen Haaren. Da wird mir richtig schummrig, wenn ich gerade nur dran denke. Da muss ich mal schnell rechts einlenken. Ob es hier oben auf dem Felsen auch irgendwas gibt? Komm, da reiten wir mal hoch. Wenn es denn funktioniert. Seid ihr eigentlich stolz auf mich, dass Krieg immer noch nicht gestorben ist? Dass Krieg jetzt mittlerweile schon ein paar Folgen mit mir hier treu zur Seite steht. Und dass er nicht irgendwie das Zeitliche gesegnet hat. Nicht in einen Kugelhagel geraten ist. Nicht irgendwie über eine Schlucht gestolpert ist. Oh, jetzt habe ich gar nicht mehr wirklich gesucht. Nach unserem guten alten Wüstensalbei, weil ich mich wieder verquatscht habe. Quatschtantensyndrom. Wow, da können wir aber eigentlich runterreiten, oder? Das schafft er. Kriegi. Oh. Nein. Oh. 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 Krieg, steh wieder auf. Krieg. Nein. 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 Nicht. Krieg. Nein. Bitte. Bitte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich echt Krieg verkackt, ne? Ich glaube wirklich. Oh, bitte nicht. Krieg ist tot. Krieg ist wirklich tot. Aber ich habe irgendwie... Ich muss doch... Das darf doch jetzt bitte nicht wahr sein, dass Krieg tot ist. Überlebenskünstlerkarte. Ach du Scheiße, zum Glück habe ich das gefunden. Aber es tröstet mich trotzdem nicht über den Tod von Krieg hinweg. Und ich rede noch davon, seid ihr eigentlich nicht stolz auf mich, dass der Krieg schon so lange lebt. Und dann, bomm, tot. Krieg ist tot. Krieg ist auch kacke eigentlich, aber dieser Krieg war ein guter Krieg. Ich trauere bitterlich. Sarazar, du Arsch! Du hast Krieg getötet. Ey, ich dachte wirklich, es war jetzt echt aus Versehen. Ey, wildes Muddikraut. Ah, wenn man schon mal hier ist, ne? Wenn man schon mal hier ist. Aber gut, dass wir diese Überlebenskünstlerkarte gefunden haben. So, jetzt brauche ich ein Pferd. Bitte, bitte, komm, Krieg. Nein. Es ist nur so ein hässliches, altes Goal-Tier. Ey, was ist das denn für ein Ding? Der sieht ja richtig hässlich alt aus. Der ist auch untot, der Gaul. Ist das etwa Krieg gewesen? Nee, das war der andere. Das war Manfred. Manfred ist zum Untoten geworden. Manfred, mein Freund. Boah, der ist auch gut. Boah, der ist sogar richtig gut. Sieht halt nicht so cool aus wie Krieg, aber doch, doch, sieht cool aus. Sieht ein bisschen aus wie so ein, weiß ich nicht, halt ein Skelett vom Pferd. Oh Mann. Die haben Krieg gefressen. Habt ihr das gesehen? Die haben Krieg verknabbert. Und ich war so doof und hab ihn in die Schlucht. Ihr werdet euch noch gerne an die Folgen erinnern. Mit Krieg. Ich weiß gar nicht, ob man den wiederholen kann. Aber es ist auch egal eigentlich, weil wir werden eh noch ein paar Pferde der Apokalypse finden, hoffentlich. Und ja, zur Entschädigung ist die Folge so ein paar Sekunden länger. Oh, die muss ich ja gar nicht erschießen. Das sind nur untote Ziegen. Obwohl die echt ätzend sind. Aber der hier, der hat sie nicht mehr alle. Wow. Oh. Mach dich vom Hampelmann, kleines Hundi. Ja, ja, renn du lieber weg. Und lass mich hier mal schön Blümchen pflücken in Ruhe. Ich müsste doch jetzt genügend Wüstensalbei haben, oder? Oh. Hey, der ist ja lustig weggeflattert. Aua, aua, aua. Komm, Ferdi. Ich habe den Wüstensalbei zusammen und ich muss jetzt schnell durchbrennen. Raus aus dieser gottverdammten Prärie. Wiedergeburt von Manfred als Untoter. Weiter geht's. Wir reiten. Weiter. Bis in die nächste Folge von Let's Play Red Dead Redemption Undead Nightmare. Ja, ich weiß, ihr werdet mich jetzt hassen, weil ich Krieg... Ich hab Krieg auf dem Gewissen. Ich wollte keinen Krieg auslösen, deswegen in den Kommentaren, aber seid gnädig.
Es war ein würdiger Absturz, es war ein würdiger Tod für Krieg. Und dafür haben wir jetzt dieses lustige andere Ross. Und vielleicht werden wir ja noch ein weiteres Pferd der Apokalypse finden. Es wird sich herausstellen. Bis dahin.